Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu der Webinarreihe mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor mit Julian Bönig. Ich freue mich sehr, dass Sie nach der kleinen Sommerpause jetzt wieder live dabei sind. Und selbstverständlich freue ich mich auch, dass Julian wieder für uns die Zeit gefunden hat und heute Abend hier mit FX Flat mit mir das Webinar hält. Ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig und das bleibt auch so. Okay, dann lieber Julian, übergebe sehr gerne den Bildschirm und wünsche selbstverständlich viel Erfolg und viel Spaß. Danke dir. Du müsstest mir dann gleich nur noch mal sagen, ob wir die richtige Jetzt Seite sehen beziehungsweise Sie den die richtigen Bildschirm. Startfolie. Perfekt, super. Dann übernehme ich ab hier, Nelson. Vielen Dank für die nette Einleitung. Dann auch von meiner Seite ein ja herzliches Willkommen an alle, die live mit dabei sind. Freut mich riesig und natürlich auch an alle, die sich im Nachgang die Aufzeichnung anschauen. Auch an euch natürlich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Wir werden uns heute ja mit verschiedenen Themen, sowohl Content-Themen als auch mit ein paar praktischen Aktientiteln auseinandersetzen in dem Rahmen. Und zuerst einmal möchte ich noch bekannt geben, dass wir ja in relativ gut einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, einen weiteren Webinartermin schon festgelegt haben. Dementsprechend auch da würde ich mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Vielleicht zwei, drei Worte zu mir, bevor wir starten und ich so ein bisschen mehr ans Thema einleite. Für die, die mich noch nicht kennen, jetzt sind vielleicht auch der ein oder andere mit dabei nach der Sommerpause, der noch kein Webinar von mir miterlebt hat. Ich bin oder wie bin ich zur Börse gekommen? Müssen wir ein bisschen zurückgehen, mittlerweile über eine Dekade. Ich bin damals im Rahmen meines Finanzstudiums auf die Börse aufmerksam geworden, habe dann ja als klassischer Student, wie man das so kennt, viel Zeit gehabt, habe viel versucht, mir Autodidakt beizubringen. Erst relativ aktiv gehandelt im Rahmen des Daytradings, Positionstradings, alles, was so dazugehört. Dann irgendwann festgestellt, dass das, was mich eigentlich an der Börse fasziniert hat, dass man die Möglichkeit hat, mit Geld Geld zu verdienen. Das heißt, eher so den Gedanken verfolgt, was kann man denn machen, um vielleicht auch, sage ich mal, losgelöst von der Lebenszeit Geld zu verdienen. Das heißt, so ein bisschen der Gedanke des Investors hat da schon reingespielt. Sicherlich nicht so klar und präzise, wie ich das heute vor meinen Augen sehe, aber der Gedanke war da und so habe ich dann angefangen zu schauen, dass ich mich ein Stück weit weg davon entwickelt, täglich stundenlang vor dem Bildschirm aktiv zu setzen und versuchen, Daytrades umzusetzen und eher hin zu schauen, sage ich mal, ja, lukrative Investmentchancen zu suchen. Es kam dann so, dass ich ja relativ aktiv so Value Investing betrieben habe, geschaut, welche Aktien sind per se unterbewertet und bin dann irgendwann ein Stück weitergegangen zum einkommensorientierten Investieren. Das heißt, so ein bisschen andere Sichtweise auf das Investieren bekommen, gar nicht mehr den Fokus gehabt, ein groß oder ein möglichst hohe Performance zu erzielen, ein größtmögliches Vermögen aufzubauen, sondern eher den Gedanken gehabt, ein größtmögliches Einkommen, mehr oder weniger, ich setze es mal in Häkchen, passives Einkommen über die Börse zu erzielen. Das waren so meine Schritte sozusagen an der Börse und mittlerweile ist es so, dass ich beides kombiniere. Ich habe unterschiedliche Depots, einkommensorientierte Depots und aber auch, sage ich mal, in Depots, wo es darum geht, den Depotwert nach oben zu bringen. Ja, ich selber gebe regelmäßig Webinare, unter anderem hier bei FX Flat und betreibe abseits davon eine Webseite www.einkommen-investor.de und einen YouTube-Kanal Einkommensinvestor. Gerne vorbeischauen. Ich freue mich über jedes Abo, was ich dort erhalte. Da kommen regelmäßig Videos. Aktuell auch hier eine kleine Schaffens-, eine kleine Sommerpause, aber auch da werde ich zeitnah mit neuen Videos, neuem Content zurück sein. Hier nochmal ein kleiner Blick. So schaut die Webseite aus. Auch da gerne über das Kontaktformular. Wenn Fragen sind abseits hier des Webinars oder sage ich mal auch Themen, die man vielleicht im Rahmen eines Webinars nicht unbedingt behandeln kann, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie mich gerne darüber.
Ansonsten auch von meiner Seite natürlich der entsprechende Risikohinweis. Nelson hat das ja zu Beginn schon sehr schön gesagt. Dem ist eigentlich von meiner Seite nicht viel mehr hinzuzufügen. Wichtig ist, alles, was ich hier sage und darstelle, ist lediglich meine Meinung, dient zu Schulungszwecken und ist in keinster Weise eine Anlageberatung oder eine Kaufempfehlung, auch nicht, wenn wir am Ende dann über entsprechende Kandidaten sprechen. Beginnen möchte ich mit einem Zitat. Ja, ich bin ja ein großer Verfechter von Zitaten, weil ich finde, dass man da immer sehr viel mitnehmen kann und zum Teil auch die Möglichkeit hat, die Welt ja durch die Augen einer anderen Person so ein Stück weit zu sehen. Und hier habe ich etwas mitgebracht von Benjamin Franklin, der mal gesagt haben soll, eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Ich denke, da ist viel dran. Ich glaube auch, dass viele Leute dieses Zitat schon für sich beansprucht haben. Ich meine auch, dass Warren Buffett ein ähnliches Zitat zugesichert wird. Im Großen und Ganzen denke ich, dass das sehr richtig ist und ja, wahrscheinlich auch eine sehr gute Herangehensweise ist, gar nicht mal zu schauen. Und das merke ich ja selber auch, dass immer geguckt wird, okay, was ist die nächste gewinnbringende Strategie, was ist das nächste gewinnbringende Aktie, den Aktientipp, den man irgendwo kauft, irgendwo aufschnappt. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist eine solide Wissensbasis, eine solide Ausbildung, die man nicht unbedingt im Rahmen eines Seminars erwerben muss, sondern wie auch bei mir sich Autodidakt beibringen lassen kann, immer noch die besten Zinsen, die das Ganze abwirft. Ja, was heute so war, steht heute auf der Agenda. Ich möchte eine kurze Wiederholung dessen machen, was wir beim letzten Webinar besprochen haben. Das ist jetzt schon ein paar Wochen, ich glaube sogar Monat her tatsächlich. Das heißt, da nochmal ganz kurz auffrischen, was haben wir besprochen. Dann habe ich Content-Themen mitgebracht, zwei Stück an der Zahl. Eines basiert auf einer Frage, da soll so ein bisschen das Thema Rebalancing gehen. Dann möchte ich einmal den Thema Vermögensaufbau ansprechen, so ein bisschen meine Sichtweise auf das Renditedreieck mit euch teilen und in den Raum die Frage schmeißen, ob es tatsächlich ein Renditedreieck ist. Oder ob da nicht vielleicht noch ein, zwei Komponenten sinnvollerweise ergänzt werden können. Zu guter Letzt habe ich dann drei saisonale Kandidaten mitgebracht. Die Saisonalitäten sind nicht unbedingt so, dass sie jetzt jüngst vor der Tür stehen, man sie sich aber sicherlich mal auf den Zettel schreiben kann für das kommende Jahr. Und ich möchte diese Kandidaten nutzen. Zwei sind klassische Dividendenkandidaten, eins ja, eher so ein bisschen nicht wirklich klassischer Dividendenkandidat, aber trotzdem attraktiv. Möchte ich einfach mal zeigen, ja, wie man solche Kandidaten sich vielleicht anschauen kann, um einen möglichst geeigneten Einstieg in diese Werte zu finden, damit man zum Beispiel nicht unbedingt das Saisonale hochkauft, sondern vielleicht die Möglichkeit hat, mit dem saisonalen Muster vielleicht sogar einen sehr guten und einen sehr niedrigen Einstieg in solche Werte zu bekommen. So, womit haben wir letztes Mal die Webinarreihe vor der Sommerpause beendet? Das war, ja, fragt den Einkommensinvestor, das heißt, ich bin auf eure Fragen eingegangen und ich habe nochmal zwei Fragen mitgebracht, da ich gesehen habe, dass FX Flat auch Richtung Sparpläne das Produktsortiment sozusagen weiterentwickelt hat, was ich sehr begrüßenswert und sehr gut finde. Dementsprechend möchte ich hier das auch nochmal aufwerfen. Und zwar war eine Frage, worauf bei der ETF-Auswahl achten? Ich denke, das ist ja, genauso relevant, wie es auch noch vor ein paar Monaten war, die Frage, weil ich diese Frage schon öfter gelesen und gestellt bekommen habe. Und da möchte ich einfach mal so ein paar Punkte hier mit euch teilen. Und zwar ist es so, dass man zum einen, oder wie gesagt, das ist ja immer nur meine Meinung, immer nur meine Sichtweise auf die Themen, dass ich zum einen natürlich darauf achte, wie sieht es ganz grundsätzlich aus mit den laufenden Kosten, also der TER, der Total Expense Ratio. Das bedeutet, wie, ich sage mal kurz hier gucken, jetzt, wie hoch sozusagen sind die laufenden Kosten des Fonds? Hier der Hinweis, es macht in der Regel Sinn, Fonds zu nehmen, die mindestens ein komplettes Jahr schon emittiert worden sind und ein Jahr laufen, da man in der Regel erst dann wirklich feststellen kann, wie hoch die TER ist. Wenn der Fonds jetzt, sage ich mal, 2, 3 Monate erst am Markt ist, dann kann es sein, dass
dort eine Schätzung angegeben wird, weil ja logischerweise auch die Jahresabschlüsse oder die Bilanzen und so weiter noch gar nicht fertig sind. Deswegen ist es dann teilweise nicht unbedingt genau, was da an Kosten auf einen zukommt. Dementsprechend mein Hinweis hier an der Stelle, ruhig immer darauf achten, dass der Fonds mindestens ein, besser zwei Jahre alt ist. Also auf jeden Fall darauf achten, was sind hier so für gängige Zahlen erreichbar. Teilweise gibt es 0,13% bis 0,75, 0,9, teilweise auch über 1%, je nachdem, was man da für Fonds hat. Es gibt ja relativ, ich sag mal, nischige Fonds, bei denen dann auch mal die TER ein bisschen höher ist. Aber wie gesagt, bei so einem MSCI World, da findet man sehr, sehr günstige Fonds bei dem von mir zuerst genannteren Wert angesiedelt. Was ist sonst noch interessant? Was ist sonst noch wichtig? Fondsalter habe ich gerade schon reingeschmissen. Ist, denke ich, auch nicht so viel zu ergänzen. Umso älter der Fonds, würde ich sagen, umso mehr Referenzen hat der auch. In der Regel ist er dann auch umso größer, weil mehr Leute investieren und dementsprechend ist auch eine sehr gute Börsenliquidität gegeben. Also auch das hat natürlich seine Berechtigkeit, seine Berechtigung als Filterfaktor für die ETFs-Auswahl. Ansonsten natürlich, wie gerade schon angesprochen, die Sparplanfähigkeit ist natürlich immer super angenehm. Ich persönlich habe auch privat diverse Sparpläne einfach laufen, wo ich mich in der Regel gar nicht darum kümmere. Wenn wir sowas haben, wie jetzt jüngst bei dem Einbruch letztes Jahr, dann schieße ich auch mal frisches Geld manuell nach, ja, weil man einfach einen günstigen Einstieg bekommen kann. In der Regel sind das Sparpläne, die einfach durchlaufen, also nichts wirklich Spektakuläres. Aber wenn euch das mal interessiert, gern mal in die Fragen oder in den Chat schreiben, dann kann ich dazu auch nächstes Mal gerne mal so ein paar Sparpläne mitbringen, die ich sozusagen selber nutze. Ansonsten Fondsanbieter, das ist meines Erachtens dann auch ein Stück weit Geschmackssache, ob man jetzt eher BlackRock ETFs investieren möchte oder einen ComStage ETF oder einen Xtrackers von der Deutschen Bank. Auch hier würde ich jetzt nicht per se unbedingt sagen, die eine Fondsgesellschaft würde ich de facto nicht besparen, sondern das ist, glaube ich, ein Stück weit Geschmackssache und natürlich zu guter Letzt. Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste neben den laufenden Kosten. Wobei, wenn man mich persönlich fragt, ist es auch nicht wirklich jetzt, ja, das ist nur meine Meinung, aber macht den Kohl nicht fett, ob ich jetzt 0,2 oder 0,4 Prozent laufende Kosten habe. Das wäre jetzt kein Grund für mich, um irgendwie den ETF zu wechseln. Aber wie gesagt, das muss jeder am Ende dann für sich entscheiden. Ertragsverwendung, das meint, ist es ein ausschüttender oder ist es ein thesaurierender ETF? Bedeutet, ausschütten wäre natürlich etwas für die Einkommensinvestoren, ja, die sich ein Einkommen an der Börse erarbeiten möchten. Da möchte man sicherlich auf eine Ausschüttung gehen oder aber thesaurieren. Das bedeutet zum Beispiel, die Dividendenerträge werden automatisch reinvestiert. Dadurch kann man zum Beispiel eine höhere Performance erzielen und hat dementsprechend aber natürlich kein laufendes Einkommen. Dann war eine Frage, die ich auch nochmal mit in die Wiederholung mitgenommen habe, weil ja, ich denke mal, der ein oder andere neuere Zuschauer ist vielleicht auch mit dabei, der noch nicht ganz so viel Erfahrung gesammelt hat. Größtes Learning an der Börse für mich auf jeden Fall, der Markt hat immer recht. Ja, also nie versuchen, sich gegen den Markt zu stellen. Und irgendwann wird man auch an den Punkt kommen, glaube ich, wo man einfach auch akzeptiert, dass das, was wir an den Märkten sehen, halt einfach das ist, was gerade an den Märkten sozusagen der Status quo ist. Und da geht es, finde ich, oder das habe ich auch gelernt, nicht wirklich darum zu sagen, ja, das ist gerechtfertigt, das ist nicht gerechtfertigt, das ist erstmal egal. Wenn der Markt bei dem Zählerstand XY steht, dann ist das so. Und ich werde das in der Regel als Privatanleger auch mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, nicht schaffen zu ändern. Dementsprechend nicht gegen die Trends stellen, mit den Trends agieren, mit dem großen Geld gehen und nicht versuchen, irgendwie da dem Markt seine Meinung aufzuzwängen, weil das ist in der Regel immer teuer. Ansonsten, Risiko und Rendite gehen Hand in Hand. Ja, also immer, wenn euch gesagt wird, ja, hier gibt es eine riesige Rendite, dann seid sicher, es geht auch mit einem riesigen Risiko Hand in Hand. Andersrum ist es nicht möglich. Das heißt, wenn ihr wenig Risiko haben wollt, dann werdet ihr in der Regel auch eine niedrige Rendite einfahren. Und Zeit und Konstanz ist meines Erachtens nach auch eine Eigenschaft, die man an der Börse mitbringen sollte. Also klassisches Sprichwort, die Börse ist ein Marathon, kein Sprint. Das heißt, wir müssen Zeit mitbringen. Umso mehr Zeit, umso besser. Das ist einfach dem Zinseszins geschuldet. Und Konstanz,
Es bringt nichts, wenn man mal 2, 3 Monate irgendwie den Sparplan bedient, sondern wirklich, das muss Jahre und teilweise Jahrzehnte sein, bis man dann irgendwann in Sphären aufsteigt, in denen es dann auch richtig Spaß macht. Das ist natürlich auch immer sehr individuell von der eigenen Kapitalsituation abhängig. Ansonsten die Frage, welche Indikatoren ich verwende. Da muss ich oder habe ich letztes Mal auch schon gesagt, dass ich keine Indikatoren verwende. Das, was ich mir oft mal angucke, ist der EMA 200, weil das halt viele ja einfach auf dem Schirm haben, weil der überall irgendwie abgebildet wird. Selbst in so einem Wochenblatt sieht man den EMA 200. Das ist dann eher so eine self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass sich daran gehalten wird und dass da Reaktionen stattfinden an diesen Marken. Und man kann dadurch eben sehr schön sehen, ob wir einen trendenden Markt haben oder vielleicht eher einen Markt, der seitwärts läuft. Dann läuft der EMA 200 halt ja, parallel oder er fällt halt. Dann haben wir einen fallenden Markt übergeordnet. Und ja, ansonsten kann man nochmal, sage ich mal, ganz übergeordnet sich vielleicht die Bollinger Bänder anschauen. Das sind so Sachen, die ich mir da angucke. Abseits davon auch nochmal das Volumen. Und das war es dann auch schon. Aber ansonsten benutze ich keine weiteren Indikatoren, sondern ich schaue mehr einfach auf den Chart und die Trends, in die sich das Ganze entwickelt. Ja, dann haben wir über Steuertricks gesprochen letztes Mal. Das war natürlich so ein bisschen reißerisch gemeint und ich habe hier so die verschiedenen Sachen mitgebracht, die ich damals schon aufgeführt habe. Also Punkt 1, auf jeden Fall den Freistellungsauftrag bei der Bank hinterlegen. Ja, man kann sich ja als, sage ich mal, Single diese 801 Euro anrechnen lassen oder halt als Verheiratete die doppelte Summe. Dann haben wir darüber gesprochen, über die unternehmerischen Sonderformen, Thema Einfachbesteuerung, Doppelbesteuerung in Häkchen. Weil ich weiß, dass das nicht Genauigkeit natürlich nicht richtig ist. Eine Doppelbesteuerung ist anders definiert, aber mir geht es darum, dass man einmal die Besteuerung auf Unternehmensebene hat und einmal auf privater Ebene. Da sind die REITs oder die MLPs oder auch die BDCs entsprechende Anlaufstellen, die man sich hier in dem Bereich mal anschauen kann, um das zu optimieren. Inlands versus Auslandsdepot. Also habe ich ein in Deutschland ansässiges Kreditinstitut, dann wird das in der Regel abgeführt. Werden meine Gelder zum Beispiel im Ausland gelagert, dann bin ich zum Beispiel dafür selber verantwortlich, das dem Finanzamt mitzuteilen. Das heißt, ich habe so einen kleinen Stundungseffekt, kann ein bisschen länger mit dem Geld arbeiten, aber Steuer muss ich natürlich am Ende genau die gleiche zahlen. Dann die Möglichkeit privat versus geschäftlich. Ich habe natürlich die Möglichkeit, einmal privat Aktien zu halten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, über eine Kapitalgesellschaft, die wiederum mir oder einem anderen Unternehmen gehört, Aktien zu erwerben. Und da gelten ganz andere Besteuerungen, die sind deutlich niedriger, als es im privaten Bereich ist. Also auch das ist eine Möglichkeit, mit der man sich auseinandersetzen kann, wenn man ein entsprechend großes Konto besitzt. Auch darauf kann ich gerne mal eingehen, wenn das hier wenn das von Interesse ist beim nächsten Mal. Und ansonsten Kryptoinvestments indirekt versus direkt. Da habe ich oder darauf bin ich zu sprechen gekommen, weil ich gesehen habe, dass ich gefragt worden bin, ob man nicht einen ETF in Kryptos investieren soll. Und da habe ich dann sozusagen darüber gesprochen, dass es steuerlich betrachtet sinniger ist, das direkt zu machen, da man da nach entsprechender Haltedauer auch günstigere Steuersätze in den Geschmack von günstigeren Steuersätzen kommen kann, als wenn man sozusagen indirekt über ein Finanzvehikel das Ganze investiert, weil dann die Kapitalertragssteuer in der Regel greift. Das mal so als Rückblick. Jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Content-Thema, was ich diesmal mitgebracht habe. Und da möchte ich zu Beginn über den wichtigsten Faktor sprechen, der deinen Erfolg an der Börse nach vorne bringt, beziehungsweise aber auch limitiert. Und das ist ziemlich einfach runtergebrochen, die Strategie. Ich erlebe das ganz oft, dass gerade Leute, die vielleicht noch nicht so lange an der Börse sich damit auskennen oder noch nicht so lange an der Börse einfach aktiv sind, ein Depot eröffnen. Da gibt es ja auch keine großartigen Anforderungen zu. Man braucht ein bisschen Geld, kann Depot eröffnen, kann theoretischerweise sofort loslegen. Das Problem ist einfach, dass wenn man sich andere Berufe anschaut, oder ich denke, die meisten von euch werden ja auch in Lohn und Brot sein, entsprechend da gibt es eine lange Ausbildung, eine fundierte Ausbildung, vielleicht sogar ein Studium und so weiter und so fort. Und da fängt man ja auch nicht von heute auf morgen an und
arbeitet da, wo man heute arbeitet, sondern es ist ein Prozess, das ist ein mit Lernen und vielen Versuchen verbunden. Und so ist es an der Börse auch. Dementsprechend nimmt man sich wirklich die Zeit und fängt an, sich zu belesen und sich auch am Ende des Tages eine Strategie zurechtzulegen. Und ich würde hier an der Stelle immer so verfahren, dass ich mit dem Ziel beginne. Ja? Also nicht einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt hier mal irgendwie, keine Ahnung, paar hundert, paar tausend, paar zehntausend Euro, damit mache ich mal irgendwas, sondern die Frage stellen, was mache ich damit? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich in 5, in 10 Jahren sein mit dem Depot? Ja? Man kann den Markt als solches nicht vorhersagen, aber man kann sich ja Gedanken machen, in welche Richtung es gehen soll. Ja, grob die Richtung sich überlegen. Ne? Deswegen würde ich immer mit dem Ziel anfangen und das Ziel sozusagen dann runterbrechen in die einzelnen Schritte und so sich sukzessive so einen Actionplan erarbeiten. Und die Frage, die man sich abseits von dem Ziel natürlich stellen sollte, welche Richtung soll es gehen? Ja, möchte ich das größtmögliche Vermögen aufbauen? Ja, also zum Beispiel einen größtmöglichen Kontostand erreichen? Oder aber möchte ich ein größtmögliches Einkommen über die Börse mir erarbeiten? Ja, das sind erstmal so die zwei Ansätze, die man sich fragen sollte, meiner Meinung nach. So. Und dann kommt natürlich auch die Frage, warum möchte ich das machen? Also warum möchte ich ein größtmögliches Einkommen? Warum möchte ich ein größtmögliches Vermögen? Möchte ich das zum Beispiel, weil ich das nutze für meine Altersabsicherung? Ja, vielleicht bekomme ich keine gesetzliche Rente oder vielleicht bekomme ich relativ niedrige gesetzliche Rente. Ich verweise hier an das Webinar, was ich zuallererst bei FXFED gegeben habe, ja, wo ich das Thema Rentenlücke angesprochen habe. Ja, das eine. Möchte ich vielleicht früher in Rente einfach gehen und ich möchte darüber einfach meine entsprechende Einbuße abfedern oder möchte ich hier ein Depot aufbauen für meine Kinder, ja, die vielleicht, keine Ahnung, 1, 2, 3 Jahre alt sind und ich möchte hier schon mal vorsorgen fürs Studium, ja, oder für die Ausbildung, ja, oder dass die, keine Ahnung, zum 18. oder zum 25. Lebensjahr ein Depot übertragen bekommen. Ja, das sind alles Möglichkeiten oder für meine Enkel, das sind alles Möglichkeiten oder alles Richtungen, in die es gehen kann. So. Und da ist natürlich dann die Frage, macht es dann Sinn, ein größtmögliches Einkommen sich zu erarbeiten? Oder ist es sinniger, mit einem größtmöglichen Vermögen zu arbeiten? Das bedarf einer unterschiedlichen Herangehensweise. Aktiv versus passiv. Ja, möchte ich und habe ich die Zeit und habe ich die Lust? Ja, nicht jeder ist ja so von diesem Börsenfieber besessen, wie das wahrscheinlich die meisten hier in diesem Webinar sind. Anders ist das ja auch gar nicht zu erklären, sich hier auf einem Dienstag, wo jetzt gerade hier zumindest in Braunschweig sehr schönes Wetter ist, dass man sich das nach seinem Feierabend die Zeit nimmt. Ja, das ist ja meistens sind das Leute, die eh schon gut in dem Bereich sind oder vielleicht am Anfang stehen. Und man muss das ja auch nicht so leidenschaftlich betreiben. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber dann wäre es vielleicht sinniger, das Ganze passiv zu betreiben, ja, über entsprechende Sparpläne. Da brauche ich dann nicht unbedingt den letzten Prozent, ja, oder die letzten 2%. Ja, da tut es vielleicht auch ein bisschen weniger. Dafür habe ich einfach weniger Arbeit. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Oder mache ich das aktiv? Ja, traue ich mir das zu? Bin ich auch bereit, sage ich mal, Erfolge und Misserfolge auf diesem Weg in Kauf zu ziehen, um das Ganze aktiv zu machen? Dann natürlich zu schauen, wo stehe ich gerade? Ja, Status Quo-Analyse. Wie sehen meine Finanzen aus? Ja, kann man jetzt aus dem Kopf sagen, wenn man sich hier mal anschaut, bei den Teilnehmern weiß jeder, wie viel Fixkosten habe ich im Monat? Ja, wie viel freien Cashflow habe ich? Ja, da schaut man sich bei den Unternehmen an, die man investiert. Ja, wie ist der freie Cashflow? Aber weiß man auch, wie der freie Cashflow bei sich privat ist? Das ist zum Beispiel wichtig. Ja, wie hoch sind meine Rücklagen? Wie lange kann ich sozusagen von meinen Rücklagen leben, ohne dass zusätzliches Geld reinkommt? Ja, das sind alles Punkte, über die man sich im Klaren sein soll, wenn man wirklich eine saubere und solidere Strategie aufsetzen möchte. Wo habe ich Einsparpotenziale? Ja, ist es sinniger für mich vielleicht, zum einen, es gibt ja zwei Ansätze. Es gibt ja einmal den Ansatz, sagen, okay, pass auf, ich spare mehr, also im Sinne von, ich schränke mich mehr ein, ja, oder aber verdiene ich einfach mehr und leg davon was zur Seite. Es sind ja so einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Im besten Fall kombiniert man beides. Also man schaut, wo man Sachen einsparen kann, ohne dass man davon seine Lebensqualität
zurück, also seine Lebensqualität zurückschraubt und kann gleichzeitig irgendwie mehr verdienen. Ja, sei es im Job, sei es über einen Nebenjob, whatever. Na, das sind Möglichkeiten, die die Erreichung des Ziels beflügeln können. Ist aber für jemanden, der nicht so sehr ambitionierte Ziele hat, ja völlig überhaupt nicht notwendig, ja, sich vielleicht einen Nebenjob zu suchen oder diese zwei Wege zu gehen. Ja, aber man muss sich einfach wissen, wo stehe ich aktuell und wo will ich hin. So. Und die Distanz zwischen dem, wo ich bin und wo ich hin will, ist einfach das, was ich sozusagen mit der Strategie am Ende des Tages dann mir überlege, ja, wie ich das Ganze sozusagen anfange. Und dann kommt die Umsetzung. Ganz wichtig, es bringt nichts, immer nur in der Theorie zu bleiben, sondern in die Umsetzung zu kommen. Ja, auch einen Fehler zu machen. Fehler gehören dazu. Ja. Dann lieber am Anfang mit kleinem Geld und daraus lernen, um dann später mit dem großen Geld, sage ich mal, die Fehler schon gemacht zu haben. Ganz wichtig, auf dieser Reise, und das ist eine Reise, ja, weil das Ganze ist, wie gesagt, etwas, was sich über Jahre hinweg zieht. Das Ganze monitoren. Da gibt es die Möglichkeit, das Ganze vielleicht als Tagebuch am Anfang niederzuschreiben, ja, zu schauen, bleibe ich an meiner Strategie, bewege ich mich auf das Ziel zu. Und das ist auch überhaupt kein Drama und das ist bei mir genauso, dass ich einfach auch adjustiere, also einfach schaue, okay, das Ziel, was ich mir vor 5 Jahren gesetzt habe, passt das aktuell noch oder hat sich irgendwas in meinem Leben verändert, dass ich sage, okay, ich möchte das Ziel neu anpassen, ich möchte das Ziel ein bisschen verändern. Ja. Es ist ja nicht schlimm, sage ich mal, bewusste Anpassungen vorzunehmen. Ja. Es ist eher schlimm, eine Strategie zu haben, aber sich nicht daran zu halten. Das ist dann eher das Problem. Aber bewusste Anpassungen zu nehmen, die Strategie zu überarbeiten, daran zu feilen, das ist kein Problem. Ja. Das sollte man auch machen. Und am Ende des Tages, der Weg ist das Ziel. Ja. Und so ist es halt quasi ein Prozess, der hier losgetreten wird und der sich dann wirklich über einen nennenswerten Zeitraum auch entsprechend vollzieht. So, ich muss einmal ganz kurz hier was schauen. So, alles klar, läuft alles, funktioniert alles, prima. So, das heißt, das ist einfach, finde ich, wichtig, sich das vor Augen zu führen, diese Abfolge und sich wirklich mal hinzusetzen abends, vielleicht wenn das Wetter gut ist, auch irgendwie draußen auf dem Balkon oder auf der Terrasse mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift und einfach mal da sich wirklich die Gedanken zu machen. Am Ende des Tages muss man es tun. Und sich dann da eine Richtung festzulegen, in die es gehen soll. So, wenn wir das gemacht haben, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, welche Komponenten, ja, bei dem Thema Vermögensaufbau sind denn eigentlich relevant? Und wir haben gerade ja über das Thema gesprochen, bei dem es grundsätzlich um den Vermögensaufbau geht. Das ist ja erstmal egal, ob wir das jetzt für unsere Enkel, für unsere Kinder, für uns selber warum auch immer machen, am Ende des Tages gehen wir an die Börse, ja, um Vermögensaufbau zu betreiben. Ja. Die wenigsten gehen an die Börse, um, na gut, gibt es vielleicht auch, die einfach Spaß haben wollen, so ein Finanzabenteuer suchen. Ich glaube, das geht meistens nicht gut aus. Ja. Also in der Regel geht man hin, weil mit einer seriösen Absicht, man möchte Vermögen aufbauen und eigentlich nicht zocken, weil zocken, ja, dafür können wir auch ins Casino gehen, dafür sollte die Börse nicht da sein. So, und da gibt es das schöne, magische Dreieck des Vermögensaufbaus und das möchte ich einmal durchgehen. Und zwar ist eine Investition, ja, oder eine Investition, die wir tätigen können, immer von drei Komponenten abhängig. Ja. Zum einen beginnt es mit der Sicherheit. Also im Zusammenhang meine ich jetzt Sicherheit bezogen auf den Erhalt des Vermögens. Ein Beispiel wäre jetzt, wenn ich mein Vermögen streue, also Diversifikation betreibe, dann erhöhe ich sozusagen die Sicherheit, ja, die Komponente Sicherheit. So, dann habe ich die andere Möglichkeit, die steht dem gegenüber, das ist die Liquidität, also die Verfügbarkeit. Das heißt, die drückt aus, wie schnell ich einen investierten Betrag aus einer Geldanlage wieder in Bargeld und Bankguthaben umwandeln kann. Ja, das heißt, wie schnell ist dies sozusagen möglich, diese Umwandlung? Und je kleiner dieser Zeitraum ist, dieser Umwandlungszeitraum, desto liquider ist die Geldanlage. Ja, ich denke, das ist auch einleuchtend. Das heißt, wir haben einmal die Bewertung nach der Sicherheit. Ja. Und wir haben die Bewertung nach der Liquidität. Ja, zum Beispiel, wenn wir eine Aktie haben, dann ist die super schnell, sofern der Markt geöffnet ist, liquidierbar. Ja, super schnell liquidierbar. Wir drücken auf den Knopf,
FX Flat routet das Ganze weiter, zack, Geld ist wieder auf dem Verrechnungskonto. So. Anderes Beispiel, wir haben jetzt eine Immobilie, sagt der Name schon, immobil, ja. Jeder, der mal eine Wohnung oder ein Eigenheim gekauft hat, weiß das. Da sind unzählige Intermediäre beteiligt, Vertragspartner, Notar und so weiter und so fort. Ja. Es dauert ultra lange, Grundbuchamt etc. Das ist zum Beispiel nicht wirklich liquide, ja, als Gegenbeispiel. Und zu guter Letzt die Rentabilität, ja, also einfach gesagt die Rendite, also der Ertrag, der aus der Investition der Anlage sozusagen resultiert. Also Erträge können beispielsweise sein Dividenden, Zinszahlung, Wertsteigerung, Kostveränderung und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wir haben die Sicherheit, wir haben die Rentabilität, also zum Beispiel die Dividende, die gezahlt wird, und wir haben die Liquidität. So, ich möchte an der Stelle aber nochmal zwei Sachen mit reinschmeißen in die Diskussion. Und zwar finde ich, dass da bei dieser Auswahl, und da müssen wir jetzt sozusagen den Haken schlagen zum Anfang, bevor wir diese zwei Komponenten noch dazu nehmen, den Haken schlagen zum Anfang, nämlich man muss sich selber fragen, auf diesem Weg, wenn ich die Strategie baue für mich zu meiner Zielerreichung hin, was bin ich für ein Anlegertyp? Punkt 1 und Punkt 2, was ist mein Ziel? Als Beispiel, wenn ich super risikofreudig bin, ja, und vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit habe, ja, ein entsprechendes Vermögen aufzubauen, dann kann ich ja zum Beispiel an der Schraube Rentabilität drehen und einfach mehr Risiko eingehen. Ja. Geht natürlich zu Lasten, das schreibe ich jetzt mal auf, geht natürlich zu Lasten, ja, also wie immer, Rentabilität hoch, geht natürlich zu Lasten des Risikos. Ja, ob das sinnvoll ist, muss jeder selber wissen. Aber vom Prinzip her, ja, das heißt, das steht immer so ein Stück weit im Verhältnis, im negativen Verhältnis zueinander, ja, als Beispiel jetzt. So. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sozusagen, oder anders gesagt, es gibt aber auch den Punkt der Kontrolle. Der wird in diesem klassischen Dreieck sozusagen gar nicht mit berücksichtigt, finde ich aber auch wichtig. Ja, was meine ich mit Kontrolle? Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Aktie erwerbe und ich bin Aktionär einer Firma, keine Ahnung, Siemens, BASF, Bayer, was auch immer, dann habe ich Kontrolle darüber, diese Aktie schnell zu liquidieren. Aber ich habe ja nahezu keinerlei Kontrolle, außer dass ich da die Hand heben kann, auf der Hauptversammlung irgendwelche Abstimmungen zu tätigen. Aber die meisten werden wahrscheinlich nicht das Geld haben, um da wirklich einen Einfluss zu nehmen. Das heißt, ich habe wenig Kontrolle auf das Investment, das ich getätigt habe. Ich bin dem so ein bisschen ausgesetzt. Ja. Ich kann natürlich, wie gesagt, verkaufen und zukaufen jederzeit. Ich kann es liquidieren, alles super. Aber ich kann es nicht wirklich kontrollieren. Das heißt, auch da sollte man sich die Frage stellen, was bin ich für ein Anlegertyp? Ist es für mich in Ordnung, ja, dass ich da andere Leute sozusagen habe, die das für mich regeln, Manager? Oder aber bin ich jemand, der sagt dann, ich brauche die Kontrolle auf mein Investment. Ich möchte mein Investment vielleicht auch aktiv beeinflussen, entwickeln, ja, dann wäre zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus interessant, ja, wenn es die Bonität hergibt, ne? Weil da bin ich dann, sage ich mal, der Eigentümer, nicht nur über die Wohnung, das heißt, ich muss mich irgendwie mit einer Gemeinschaft absprechen, sondern ich kann das entwickeln, ich kann die Wohnung ausbauen, ich kann sanieren, ich kann das Dach verändern und so weiter und so fort, da habe ich die komplette Kontrolle, ja. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt wieder Thema schnell und einfach liquidierbar, aber ich habe die Kontrolle, also auch das ist etwas, was ich als Anlegertyp mit in Betracht ziehen sollte. Ja, was bin ich für jemand? Und zu guter Letzt, und das ist etwas, was, sage ich mal, für mich als durch und durch Betriebswirt immer sehr wichtig ist und leider Gottes vielen absolut vernachlässigt wird, ist der ROTI, nämlich der Return on Time Invested. Also zu Deutsch einfach, dass ich schaue, wie viel Return bekomme ich bei meiner investierten Zeit. Das bedeutet einfach, dass ich natürlich schauen muss, wenn ich jetzt ein kleines Konto habe, ja, und ich stecke da, und das ist ja, oder anders gesagt, das ist ja auch das, sage ich mal, wo ich als Student zu meiner Studentenzeit, als ich angefangen habe, so ein bisschen hergekommen bin. Ich hatte damals ein überschaubares Konto und da hat es einfach betriebswirtschaftlich keinen Sinn gemacht, sich 6, 7, 8 Stunden, 5 Tage die Woche vor den Rechner zu setzen und das Konto zu handeln. Das ist ja super toll, wenn man dann da eine schöne Performance macht, aber es steht ja in keinem Verhältnis zu der investierten Zeit. Ja. Deswegen ist es da dann, oder war es dann, habe ich dann den Schluss getroffen,
schlauer gewesen, sozusagen mehr Geld zu beschaffen, ja. Und das ging auf anderem Wege halt schneller, um das wiederum zu investieren an die Börse, um da schneller nach vorne zu kommen. Ja, weil wenn ich dann wiederum von einem zum Beispiel sechsstelligen Betrag eine entsprechende Rendite schaffe, ist das halt was ganz anderes, als wenn ich das von einem vierstelligen Betrag mache. Ja? Und dann passt auch wieder der Return on Time Invested sozusagen. Ja? Auch das im Auge behalten. Ja? Also wieder hier der Schwenker zum Anfang. Meiner Meinung nach, es macht am Ende keinen Unterschied, ob das jetzt 0,3 oder 0,4% TER hat bei einem Investitionsvolumen von irgendwie ein paar tausend Euro. Das ist dann, meiner Meinung nach, ist dann eher, sage ich mal, die Stellschraube, das Geld, was man durch die Sparrate dazu bringt oder das Geld, was man auf das Verrechnungskonto überweisen kann, das bringt den wirklichen Performance-Push und das bringt auch dann am Ende einen mehrere Schritte Richtung Ziel. Also da auch wirklich drauf schauen, wo lege ich meinen Fokus drauf und wo dran arbeite ich. Und da macht es natürlich immer Sinn, sich das herauszusuchen, was einen am weitesten nach vorne bringt. So, das war der erste oder ja doch der erste Content-Block. Ich habe jetzt noch einen weiteren Content-Block mitgebracht und zwar möchte ich da über das Thema Rebalancing für Einkommensinvestoren sprechen. Und hier ist es so, dass vielleicht der eine oder andere gar nicht so genau weiß, was ist eigentlich Rebalancing. Dann versuche ich das mal so ein bisschen meinen Worten zu erklären. Rebalancing ist eine Möglichkeit, wenn man sich das mal vorstellt. Ich versuche das mal, und ich bin wirklich ein schlechter Zeichner, aber ich versuche das mal, war ja vor kurzem erst Olympia, wenn die Sprinter sozusagen hier an der Startlinie stehen, dann sind die sozusagen alle an der Startlinie und dann irgendwann geht der Schuss los und dann fangen die an zu sprinten. Und dann ist es ja so, nach ein paar Metern entwickelt sich der eine so, der andere entwickelt sich so, der eine entwickelt sich so, der nächste entwickelt sich so und der eine macht einen Fehlstart, keine Ahnung, der läuft hier in die falsche Richtung, weil er einen Fehlstart gemacht hat und wird disqualifiziert, dann läuft es ins Minus und so ähnlich, jetzt ne, die Analogie zu schlagen über das, oder zum Portfolio ist es ja genauso, wir fangen irgendwann an mit einer Summe zu investieren, der eine Wert entwickelt sich in den negativen Bereich, der eine Wert ein bisschen im positiven, der eine ist vielleicht plus minus null, der nächste schießt richtig nach vorne. Und das führt natürlich dazu, dass, wenn wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben über die Asset-Allokation, also wie viel soll zum Beispiel in die und die geografischen Länder investiert werden, wie viel soll in die und die Währung investiert werden, wie viel soll in die und die Industrien, Industriezweige, Firmen investiert werden, dass sich diese saubere Verteilung auf einmal verändert und dann, dass sozusagen die, die stark steigen, viel mehr Anteil vom Portfolio einnehmen und die, die sich nicht so gut entwickeln oder sogar negativ entwickeln, natürlich viel weniger einnehmen. Und das führt dazu, dass das Portfolio nicht mehr in der Balance ist. Ja? Das heißt, wir sind nicht mehr ausbalanciert, so wie wir das zu Beginn waren. Und dann kommt das sogenannte Rebalancing, ja, also re lateinisch zurück, also Rebalancing sozusagen ins Spiel. Und damit helfen wir wieder, die Ziellinie herzustellen, dass alle ungefähr gleich gewichtet sind. Darum geht es erstmal ganz einfach zusammengefasst beim Rebalancing. Das heißt, der Sinn und Zweck ist einfach, die ursprüngliche Portfoliostrukturierung zu wahren, ja, weil dabei haben wir uns ja was gedacht, ne? Und logischerweise, die Börse ist nicht statisch, sondern die ist dynamisch und dementsprechend müssen wir die Portfoliostruktur nach einer bestimmten Zeit wieder herstellen, damit das Gewicht wiederhergestellt wird. Und dann ist es natürlich so, dass wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, ja, entweder schießen frisches Geld nach, das wäre eine Möglichkeit, ja, also exogen frisches Geld zuzuschießen, dann hätten wir zum Beispiel die Möglichkeit, die schlecht performenden Titel zu verstärken, also mehr Geld zu investieren, um sie auf das Level zu heben der gut performenden Titel. Das wäre natürlich ja, der super Idealfall, der Luxusfall, wenn wir, sage ich mal, so viel Liquidität haben. Meistens ist es aber so, dass wir das endogen machen. Das bedeutet, wir verkaufen Teile der gut performenden Kandidaten. Und die frei werdende Liquidität wiederum stecken wir in die schlecht performenden Werte. Ja, so haben wir dieses Gleichgewicht wiederhergestellt und darüber hinaus haben wir
ein antizyklisches Vorgehen ausgelöst, nämlich wir verkaufen Kandidaten, die gut laufen und kaufen Kandidaten, die schlecht laufen, in der Hoffnung natürlich, dass die schlecht laufenden irgendwann zu gut laufen werden und so weiter und so fort, dass das Ganze ein Kreislauf ist. Und wichtig ist hierbei oder interessant ist hierbei vielmehr, dass wir ein Stück weit das Markttiming irrelevant werden lassen, weil wir durch das Rebalancing uns ja jederzeit ja, wieder sozusagen auf die Nulllinie bringen können. Ne? In Kombination mit dem antizyklischen Handeln wird quasi das Market Timing immer uninteressanter und unwichtiger. Wichtig ist hierbei, dass man, und das ist natürlich dann auch das, was daraus entstehen kann, Rebalancing bitte als systematischen Prozess verstehen, ja, und nicht, keine Ahnung, alle 2 Wochen das Portfolio neu ausbalancieren. Ja, das macht keinen Sinn, das kostet auch viel zu viel Gebühren und unter anderem jedes Mal, wenn ihr einen Verkauf tätigt und ihr seid Plus, fallen ja auch Steuern an. Das heißt, das wirklich gezielt machen. Und deswegen würde ich in diesem Fall dann schauen, ja, dass man sich vielleicht entweder eine Benchmark nimmt, also zum Beispiel sagt, okay, eine Neustrukturierung strebe ich an, wenn das Gleichgewicht sozusagen sich um 10, 15, 20% verändert hat, ja, dass ich dann Rebalancing betreibe. Oder aber man macht es anhand von festen Zeiträumen, ja, zum Beispiel zweimal im Jahr, einmal im Jahr. Ich finde persönlich, quartalsweise ist schon fast zu viel, einfach dem geschuldet, weil wir natürlich auch entsprechende Saisonalitäten haben und die natürlich auch so ihren Teil dazu beitragen. Also ich würde so sagen, so zweimal im Jahr ist zum Beispiel so ein Wert, dem man sich orientieren kann. Und ja, so in die Richtung würde ich das zum Beispiel dann entsprechend angehen. Das zum Thema Rebalancing. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem praktischen Teil. Ja, das war jetzt sozusagen so der Content-Block, den wir damit dann auch abgeschlossen haben. Es soll hier heute wieder um Thema Saisonalitäten gehen in Bezug auf entsprechende Aktienkandidaten. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, was ist ein saisonaler Chart? Ich denke, das brauche ich jetzt an der Stelle nicht nochmal in der Tiefe erklären. Ganz grob zusammengefasst, es geht halt darum, dass verschiedene unterjährige Trendverläufe eines Underlyings übereinander gelegt werden, wir dadurch einen durchschnittlichen Verlauf unterjährig ableiten können, Januar bis Dezember, und können uns dann Tendenzen in den entsprechenden Monaten ja, einfach herausdestillieren und haben so die Möglichkeit zu erkennen, wann es vielleicht geeignet ist, sich eine Aktie für einen Einstieg auf die Watchlist zu tun oder vielleicht auch einen Verkauf zu tätigen, ganz grob gesagt. Das Ganze möchte ich heute einmal machen mit der Walt Disney Aktie. Ja. Die Walt Disney Aktie hat in der Vergangenheit Dividende gezahlt. Ich selber bin nicht investiert in Walt Disney, deswegen weiß ich an der Stelle auch nicht, ob die dieses Jahr wieder Dividende zahlen. In der Vergangenheit haben sie gezahlt. Es ist nicht der wirklich mega klassische Dividendenwert, weil die Dividendenzahlungen sehr klein sind. Ich finde aber trotzdem Walt Disney super interessant, einmal als Unternehmen, gerade mit dem Streaming-Bereich, der jetzt dazugekommen ist. Das finde ich super spannend. Und dann ist einfach auch Walt Disney aktuell, wenn man sich das mal auf Monatssicht anschaut, hier gerade so ein bisschen dabei Richtung 160 zu korrigieren. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass wir auch saisonal betrachtet, in den nächsten Monaten wahrscheinlich eher fallende Kurse sehen werden aufgrund des Sommerlochs, was in der Regel ansteht. Ja, Richtung Spätsommer ist das in der Regel der Fall. Könnte man hier vielleicht auch nochmal einen ganz interessanten Einstieg bekommen, wenn wir hier so Richtung 160 zurücklaufen werden. Deswegen habe ich die Aktie mal so allgemein mitgebracht. Wie gesagt, das sieht ja alles, es ist ein super intakter Aufwärtstrend. Gibt es gar nichts dran zu rütteln, aber wie gesagt, wenn wir hier so in diesen Bereich kommen, ist es auf jeden Fall interessant und dann sollte, sofern Dividende gezahlt wird, auch die Dividendenrendite ein bisschen besser sein. Hier, wie gesagt, hier in den letzten Jahren, dann war das wirklich nichts Dolles. Man könnte sich in diesem Bereich dann nochmal das Dividendenwachstum anschauen. Wenn Sie natürlich jetzt super spektakuläres Dividendenwachstum gehabt hätten,
sieht aber hier aktuell auch nicht wirklich so aus, dann wäre das zu vernachlässigen, sage ich mal, dass die Dividende relativ schwach ist, sowieso bei so einer Starbucks-Aktie. Aber das sieht ja aktuell, wie gesagt, nicht wirklich nach dem super Dividendentitel auf. Dafür ist es aber interessant und geeignet für eine saisonale Geschichte. Und zwar, wenn man sich das Ganze hier mal in dem Bereich März anschaut, so Anfang März bis ungefähr Ende Mai. Ja, nicht wundern lassen, dass der manchmal 30. ist, manchmal 29. einfach den Wochentagen geschuldet. Das bedeutet, mal fällt so ein Auswertungszeitraum auf, zum Beispiel, mal ist es der Freitag oder mal ist es der Montag und dann oder ein anderer Feiertag und dann schiebt sich das immer so ein bisschen weiter. Das heißt, hier geht es jetzt darum, dass man in dieser Zeit investiert ist, dass man investiert zum Beispiel hier so um den 11. herum, März, ja, und hält das dann bis Ende Mai. Das bedeutet, wir haben den Mai, das sind 4 Wochen, wir haben den April, das sind 4 Wochen, 8 Wochen, das sind ungefähr 10 Wochen nach Adam Riese, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ungefähr 10 Wochen. Und schauen mal, was dabei für eine Profit Curve rauskommt. Das sieht vom Prinzip her sehr gut aus, weil wie hier erstmal hier die kumulierte Profit Curve sieht sehr schön linear aus. Und wenn man jetzt aber hier so ein bisschen auf die Pattern Returns schaut, dann ist es so, dass wir hier einen sehr markanten Plus-Trade sozusagen hatten. Der zieht den Schnitt natürlich extrem hoch. Ansonsten ist es aber relativ ausgeglichen. Das ist jetzt nicht die super, super duper saisonale Geschichte. Es wäre natürlich jetzt noch interessant zu sehen, das wird man aber erst in naher Zukunft sehen können, beziehungsweise in den nächsten Jahren sehen können, inwiefern dieses Streaming-Geschäft hier auch einen Einfluss darauf hat, vielleicht in der kalten Jahreszeit den Profit auch nochmal zu erhöhen, weil natürlich dann vermehrt, sage ich mal, ja, einfach dieses Programm auch wahrgenommen wird von den Kunden und dann wird es sicherlich auch nochmal interessant werden. Aber ganz grundsätzlich betrachtet sieht das hier vom Prinzip her nicht schlecht aus. Wir schauen uns jetzt mal die Zahlen an. Wir haben hier insgesamt 25 Einzelereignisse. Ich weiß, das ist nicht statistisch relevant. Es geht auch nur darum, Tendenzen herauszufinden. Wir kommen auf 25 Einzelereignisse. Und was hier eigentlich das Interessante ist, ist die durchschnittliche Performance. Wir haben hier 43% maximaler Profit. Das ist dieser Ausreißer, den man da gesehen hat. Wir haben maximalen Loss von knapp 15%. Aber im Durchschnitt, und das ist jetzt das, was hier interessant ist, haben wir ungefähr 5,5% zu knapp 11,5%. Das heißt, wir haben hier ungefähr Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 2. Und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze sich ein bisschen genauer anzuschauen, vielleicht zu gucken, okay, wie kann ich das filtern? Kann ich irgendwie ein EMA dazu nutzen? Kann ich einen Trendfilter dazu nutzen? Whatever. Und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Verhältnis natürlich auch nochmal zu verändern. Ja, wie würde ich das managen, wenn ich da drin bin? Oder aber geht es vielleicht per se gar nicht um einen Trade, sondern es geht darum, auszusteigen, dann könnte ich natürlich das Ganze auch andersrum machen. Ja, wann ist sozusagen die schlecht performendste Phase und wann ist sozusagen die best performendste Phase, um dann sozusagen ja entsprechend zu schauen, wann ich ein- und wann ich aussteigen kann. So, das zu Walt Disney. Jetzt würde ich sagen, laufen wir weiter und zwar gehen wir mal Richtung Cashflow-Aktien. Cashflow-Aktien und da habe ich zwei mitgebracht und zwar die erste, die ich mitgebracht habe, ist STAG, ne, STAG Industrial. Da muss ich dazu sagen, da bin ich seit vielen Jahren mittlerweile investiert. Das Schöne bei STAG ist, es ist ein Monatszahler, ein sogenannter REIT, ein Monatszahler. Ist hier seit dem Rückgang letzten Jahres extrem gestiegen. Also wir waren hier in der Spitze, hier im Tief irgendwo so bei 17 Dollar, sind hier mittlerweile bei 41, 42, unglaublich. Wie gesagt, ich war lange Zeit schon davor investiert und halte die Aktie halt einfach konstant, habe auch mal nachgekauft. Und ja, das Ganze ist wie gesagt ein Aufwärtstrend sondergleichen. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. So richtig günstig und schön wäre hier so ein Rücksetzer Richtung 34. Sind wir aktuell aber meilenweit von entfernt, aber das wäre so ein Level, was ich interessant finden würde. Aber wie gesagt, da sind wir aktuell meilenweit von entfernt. Ansonsten ist es so, wie gesagt, 12 Dividendenzahlungen pro Jahr steigert seit 9 Jahren bei dem aktuellen Bewertungsniveau immer noch bei 3,45%
Dividendenrendite, ich schreibe das hier auch nochmal hin. Bei dem aktuellen Bewertungsniveau, das kann sich natürlich immer verändern, je nachdem, wie stark das Ganze steigt oder halt fällt. 3,45%. Und auch hier habe ich einen Horizont mitgebracht, beziehungsweise einen Zeitintervall, das interessant ist. Und zwar einmal hier die 16. März bis 19. Juni. Das sind ja dann April, Mai, Juni, Juli. Das sind dann so knapp 4 Monate, müssten es sein, wenn ich mich jetzt nicht verschätzt habe. Und da ist es so, dass wir vom Prinzip her ebenfalls einen relativ starken Trade hatten hier in 20 und ansonsten relativ ausgeglichene Return Patterns haben. Nichtsdestotrotz kommen wir auch hier zu fast einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 3. Wir haben ja bei diesem Ausreißer natürlich sehr, sehr starkes Chance-Risiko-Verhältnis gehabt. Wir hatten ja 56% in den 4 Monaten zu knapp 11% Loss. Aber im Durchschnitt, ich färbe das nochmal ein. Das sollte eigentlich gelb. Nein. Das sollte eigentlich gelb sein. So. Im Durchschnitt liegen wir ungefähr bei 1 zu 3, also wirklich gut, solide für die 4 Monate, denke ich. Es ist halt die Möglichkeit, sich in diesem Bereich ein bisschen genauer die Aktie einfach anzuschauen, um hier entweder einzusteigen oder einfach die Performance mitzunehmen, wenn man natürlich noch weitere entsprechende Filter aktiviert hat, die einem dann auch das Signal geben, dass man hier einsteigen kann und soll. Natürlich immer auf eigenes Risiko, logischerweise. Und zu guter Letzt eine weitere Cashflow-Aktie, die natürlich auch diesmal genau konträr zu den davor vorgestellten Aktien, damit es ein bisschen spannend bleibt. Und zwar habe ich hier die OHI, die Omega Healthcare. Das ist eine Aktie, die ich auch seit Urzeiten im Portfolio und ich finde diese Aktie halt super spannend, weil sie eine sagenhafte Dividende zahlen. Und das, was hier, finde ich, immer sehr schön auffällt, ist, das Ganze ist eine Range-Aktie. Also wenn man sich das anschaut, seit über 10 Jahren läuft die Aktie einfach in einer absoluten Range. Wir hatten jetzt zu Corona-Zeiten irgendwie um die 15% wurden wir gehandelt, wir sind hoch auf die 40. Das heißt, man kann diese Aktie eigentlich super spielen. Hier unten ist auch nochmal so eine mittlere Range, die man anzeichnen kann. Das heißt, man kann natürlich logischerweise hier unten immer reinkaufen. Ja, ich habe das in diesem Rückgang habe ich meine Position nochmal aufgestockt, aber ich habe nie Anteile davon verkauft und könnte dann theoretischerweise hier in diesen Hochs das Ganze immer abverkaufen. Auch hier jetzt, wenn wir gerade in diesem Rückgang befinden, wäre natürlich wieder super interessant, in diesem Bereich um die 25 eine neue Position zu eröffnen und dann wird sich zeigen, ob man dann hier nochmal ein bisschen tiefer runterkommt. Aber ich sage mal so, um die 25 würde ich das Ganze als super attraktives Investment gerade für Einkommensinvestoren sehen. Und hier in diesem Bereich haben wir noch ein offenes Gap. Das ist etwas, was wir jetzt erstmal anlaufen. So um die 30. Hier sehe ich aber auch noch ein offenes Gap, mal ein bisschen tiefer. Und dann wird sich zeigen, ob wir in diesem Bereich 25 nochmal eintauchen. Und ja, zahlentechnisch liegt die Aktie aktuell bei dem aktuellen Bewertungsniveau. Wie gesagt, wir befinden uns hier im Rückgang. Man kann die Aktie auch, wenn man ein bisschen Geduld hat und auch ein bisschen Glück hat, aktuell liegen wir bei 8,28% Dividendenrendite per anno. Man kann die Aktie aber auch, wenn wir das in einem Rückgang sehen, auch locker mit 10% und vielleicht noch ein bisschen mehr an Dividendenrendite sich ins Portfolio einbuchen lassen. Vielleicht eine Limit Order in den entsprechenden Bereichen dann positionieren, so um die 25, 26, 27 US-Dollar, wenn man das möchte. Dann sollte da noch mal ein bisschen was gehen, was die Dividendenrendite angeht. Ja, insgesamt über 17 Jahre keine Senkung erfahren. Quartalzahl, also 4 Dividenden. Ausschüttungen kommen hier im Jahr. Und wir haben hier ebenfalls den Bereich 18. März bis 19. September. Also 6 Monate. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten 6 Monate sein, ja. Und in diesem Bereich kann man hier von einem sehr ausgeglichenen Pattern sprechen. Der Punkt ist hier, wir haben hier diese Ausreißer 1, 2, das heißt, die müsste man eigentlich rausrechnen aus der Statistik. Und dann sieht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schlechter aus. Schauen wir uns mal die Gesamtsituation an. Wir haben hier
Natürlich, das ist natürlich dann der Lucky Shot. Wir haben hier irgendwie maximal 200% gehabt bei einem maximalen Drawdown von 30%. Also es ist auf jeden Fall das, was so am unruhigsten läuft, also am volatilsten läuft. Und wir haben hier aber immer noch ein Chance-Risiko-Verhältnis auf die letzten oder auf die 25 Einzelereignisse von 1 zu 2. Ja, also im Großen und Ganzen solide. Dafür hat man wirklich einen sehr schönen Dividendenzahler mit einer schönen Dividendenrendite, die man sich hier näher anschauen kann, wenn man möchte. Ansonsten sind das die Themen gewesen, die ich mitgebracht habe. Das bedeutet, wenn hier im Nachgang jetzt noch Fragen sind, gern mich kontaktieren über meine Homepage, Einkommen-Investor, oder aber unter den YouTube-Videos entsprechend kommentieren, gerne auch bei FX Flat natürlich kommentieren. Auch da schaue ich immer mal vorbei und beantworte gern Fragen. Ansonsten, wenn noch Fragen sein sollten und diese zu den Themenbereichen passen, dann gerne jetzt. Falls jetzt Fragen kommen, wo ich sage, die würde ich gern in aller Ausführlichkeit beim nächsten Mal mit aufnehmen, dann würde ich das so sagen und dann würde ich mich freuen, die auch entsprechend beim nächsten Mal mit ins Webinar vorbereitet mitzubringen. Das denke ich ist auch immer eine super Sache. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne jetzt. Ja, ich bin an der Stelle sonst mit meinem Content, was ich mir so vorgenommen hatte, heute erstmal durch und würde jetzt einfach warten, ob noch ein paar Fragen hereinkommen. Genau, geben wir natürlich noch 1, 2 Minuten, dass die Teilnehmer auch die Frage entsprechend auch reinschreiben können. Genau. Ansonsten hattest du ja schon gesagt, aber auch wir nehmen gerne Fragen entgegen, was wir natürlich dann auch gerne weiterleiten. Ist das, wenn ich jetzt mal gerade, weil wir gerade noch warten, ist es jetzt mit den Sparplänen, magst du da mal ein, zwei Worte dazu zu sagen? Weil es würde mich selber auch interessieren. Da bin ich auch gar nicht so auf dem Neuesten. Ja, also das haben wir jetzt tatsächlich auch seit ein paar Wochen jetzt eingeführt als neues Angebot. Ich kann auch sehr gerne mal kurz hier die Seite für alle Teilnehmer kurz in den Chat rein kopieren. Und dann, da stehen natürlich auch alle Konditionen und Ja. welche Möglichkeiten es tatsächlich gibt. Also neben dem klassischen Sparplan gibt es auch natürlich auch ein Depot für Kinder, bieten wir auch Ah, tatsächlich super. dort an. Oder auch vermögenswirksame Leistungen, die auch mit Sparplänen kombiniert werden können. Ja, also eigentlich wirklich ein sehr rundes Angebot. Können Sie da gerne sich mal umschauen und entsprechend auch bei den Kollegen, wenn Sie Fragen haben, nochmal nachfragen und auf uns zukommen. Da würde ich auf jeden Fall, oder das ist auf jeden Fall was, wo man, oder wo ich beim nächsten Mal vielleicht auch mal ein Stückchen weit drauf eingehe bei meinem nächsten Webinar, weil ich finde, das ist eine super, super interessante und tolle Entwicklung und sicherlich auch, ja, interessant für viele Anleger. Finde ich super, die Richtung. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, man kann hier auch wirklich sehr klein anfangen. Schon ab 10 Euro kann Ja, man die Sparrate super. entsprechend starten. Also ist auf Das jeden Fall sehr klasse. interessant. So, jetzt sehe ich gerade eine Frage ist gekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Ist Apple auch gut für Passiveinkommen? Jetzt ist Apple aber zu teuer zu kaufen. Danke. Also vielen Dank für die Frage. Das ist immer, also ganz grundsätzlich betrachtet ist das natürlich immer schwer pauschal zu sagen, ne? Also ich selber habe Apple auch im Portfolio. Wenn Apple eine Dividende zahlt, dann ist sie sicherlich nicht allzu üppig. Man muss bei solchen Technologiewerten oder sollte man immer darauf schauen, wie ist die Wachstumsrate, also die Steigerungsrate der Dividende. Das kann dann sozusagen über die Zeit ein attraktives Investment werden, aber ein klassisches, ja, ein klassisches einkommensorientiertes Investment ist eine Technologieaktie in der Regel nicht. Ja, ich sage nicht, dass das keinen Sinn macht, sondern das kann man machen, aber es ist halt immer die Frage, wie gewichtet man so eine Aktie? Und wenn das Portfolio eher einkommensorientiert ausgerichtet ist, dann kann man eine Apple sicherlich mit aufnehmen, aber dann sollte sie auch entsprechend, sage ich mal, etwas niedriger gewichtet sein in der Gesamtasset-Allokation und dann spricht das sicherlich auch nichts gegen. Thema, ob Apple teuer ist oder nicht, das ist immer, sage ich mal, relativ, weil auch hier muss man natürlich immer gucken, wenn man jetzt zum Beispiel
eine Aktie hat, die immer nur eine Richtung kennt, immer nur steigt, dann ist natürlich immer die Frage, was ist teuer und was ist günstig. Auch hier würde ich wiederum schauen, dass ich mir die Trends anschaue, dass ich vielleicht so saisonale Muster nutze, wenn ich die Möglichkeit habe, auf Daten zuzugreifen, dass man sich mal die Apple-Aktie saisonal anschaut oder aber auch einfach mal saisonal den Gesamtmarkt betrachtet und da dann entsprechend Rücksetzer im Gesamtmarkt nutzt, um entsprechend auch eine Apple-Aktie dann ein bisschen günstiger zu erwerben, sofern man findet, dass es aktuell teuer ist. Das sind so die Gedanken, die mir zu deiner Frage einfallen und ich hoffe, das damit beantwortet zu haben, Harald. Super. Ich glaube, damit haben wir es gut abgerundet und auch pünktlich die Stunde auch gut genutzt. Und Super. ich würde vorschlagen, dass, wie gesagt, wenn Fragen jetzt im Nachgang noch aufkommen, dann gerne den Julian oder uns direkt benachrichtigen oder kontaktieren. Genau. Wir leiten das gerne weiter. Aufzeichnung kommt natürlich so schnell wie möglich online. Aber da ist noch eine Frage reingekommen. Vielleicht magst du die noch beantworten. Ist das Muster Stärke bis 3 Tage? Ist das Muster Stärke bis 3 Tage vor dir? Ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe die Frage nicht so ganz. Verstehst du die, Nelson? Ja, ich glaube, es ist gemeint, ob das hier eine Swing-Strategie-Möglichkeit ist, dass man vor dem Tag, wo die Dividende tatsächlich ausgezahlt wird, 3 Tage vorher einsteigt und dann entsprechend nach der Dividendenausschüttung die Schwäche wieder mit nutzt, um die Aktie wieder zu verkaufen. Also praktisch die 3 Tage vor und 3 Tage nach der Dividendenausschüttung als Swing-Trading-Strategie nutzen kann. Also ganz grundsätzlich ist ja so, dass das ja ein Nullsummenspiel ist. Also die Aktie fällt ja, weil die Dividende ausgeschüttet wird. Deswegen ist der, wie gesagt, verstehe ich die Idee leider nicht so ganz. Also es macht, wie gesagt, erstmal, also wenn die Dividende ausgeschüttet wird, dann wird die Aktie ja ex-Dividende gehandelt. Das heißt, der Kurs fällt. Also es sieht zumindest aus, als wenn er fällt, aber eigentlich ist ja nur die Dividende abgezogen worden. Und deswegen muss man da immer vorsichtig sein. Thema Swing Trading Strategie in Bezug zu den Seasonals, die ich gezeigt habe, da macht das natürlich auf jeden Fall Sinn. Also diese Zeitintervalle, die ich jetzt gezeigt habe, ja, wenn das jetzt ein bisschen zu schnell war, dann gern, wie gesagt, bei FX Flat auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da könnt ihr das ja auch pausieren, euch das nochmal genau anschauen. Diese Zeithorizonte könnt ihr auf jeden Fall nutzen, um da eine Swing-Trading-Strategie rauszubasteln. So war das eigentlich auch gedacht. Also das von dem her macht das definitiv Sinn. Muss dann schauen, wie man das dann für sich sozusagen anpasst und entsprechend auswertet. Super, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei den Teilnehmern fürs Live dabei sein und natürlich auch für die Fragen hier im Chat und wünsche noch eine erfolgreiche Woche, noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und Julian, natürlich vielen, vielen Dank für das Webinar. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin und du hast sehr gerne das Schlusswort. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hat mir wieder super viel Spaß gemacht und wie gesagt, danke an die Zeit von allen Teilnehmern. Ich wünsche euch auch viel Erfolg weiterhin an der Börse. Bleibt gesund und dann hoffe ich, dass wir uns ja, in 4 Wochen wieder sehen bzw. hören. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.